Willkommen zurück zu Cave Story. Und bevor ich hier weitermache mit Level 1 Waffen, möchte ich mich nochmal umschauen. Es gibt nämlich tatsächlich einige Dinge, die ich übersehen habe. Nein, das war nicht hier. Moment. Blödsinn. Ich will zuerst tatsächlich wieder hoch. Aber nur ein Stockwerk weit. Nämlich bis hier. Ah! Weg. Ach, ich habe ja gar keinen Schaden gekriegt. Wunderbar. Und zwar habe ich letztes Mal ganz viel erforscht und versucht, Dialoge zu finden, wo keine waren. Aber es gibt tatsächlich noch den ein oder anderen Dialog, den ich gerne zeigen würde, bevor ich hier weitermache. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob ich da jetzt nochmal zurückkommen werde. Das hier haben wir ja schon gesehen, führt zum Grasstown, genau. Und im Grasstown, wie wir ja alle wissen, hoffentlich vom Durchspielen noch, gibt es den Roboter. Ach nö, ach nö. Warum habe ich den jetzt gelevelt? Wie dumm von mir. Ist ja auch egal. Hier gibt es den Roboter. Und der Roboter, wie wir sehen, der hat mich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Freut sich, mich zu sehen. Und er ist so alleine. Und hat sich Gedanken gemacht, ob er nicht andere Roboter wiederbeleben soll oder vielleicht sogar eine Party schmeißen. Er wird mir gerne Tee anbieten, hat aber nicht. Und wie man sieht, ist er gerade dabei, einen anderen Roboter wieder zu erwecken. Ja, und statt da jetzt weiterzumachen und mich durch Grasstown durchzukämpfen, teleportiere ich mich direkt zurück in Arthurs Haus. Das ist die schnellere Variante. Und zwar habe ich einen Dialog noch mit... wer war's? Es gibt noch einen Dialog mit dem Waffenschmied, der mir entgangen ist. Und es gibt noch einen Dialog mit der Jenka, mit der Hexe in der Sandzone. Genau. Die ich allesamt verpasst habe. Und das Schöne ist, nachdem man hier einmal erfolglos durchging und dann von dem Troll geschnappt wurde, ist der danach weg, sobald man eingesperrt wurde. Nee, sobald die Rakete fertig ist, weiß nicht, eins von beidem. Jedenfalls kann man sich dann hier wirklich in Arthurs Haus teleportieren. So, und zwar, wie gesagt, der Schmied da oben. Toll. der hat noch einen Dialog. Ganz am Ende sagt er was, wenn man den Spur abgeholt hat. Und das habe ich leider verpasst, weil ich mal wieder nicht dran gedacht habe, die Person noch ein letztes Mal anzusprechen, nachdem der Dialog beendet wurde. Gerade in so einem 100% Run sollte man eigentlich alle Leute immer wieder ansprechen, bis sie nur noch das Gleiche sagen oder sich wiederholen. Das habe ich leider ein bisschen versäumt. Und das möchte ich hier jetzt noch ein bisschen nachholen. So, das hier ist der Nemesis in Aktion. Wie man sieht, macht er gut Schaden, aber ich muss halt höllisch aufpassen, dass ich nicht Erfahrung einsammle. Voilà. Weil wenn ich Erfahrung einsammle, dann... Ne? Dann ist er halt voll schwach. Und er hat sich ja zur Erinnerung letztes Mal voll gefreut, dass ich mich mit den Polarsternen so angefreundet habe und ihn so extensiv genutzt habe. Und er meint, in dieser Welt gibt es eine Balance zwischen den Erstellern oder Erzeugern von Dingen und den Benutzern. Das wusste er natürlich, aber nur dank meiner Hilfe hat er das in erster Hand herausgefunden. Und von jetzt an hat er beschlossen,
auf der Creator, auf der Erstellerseite zu sein. Und seine Freude daran besteht darin, dass er genau weiß, dass es Leute gibt, die nachher seine Arbeit genießen oder die was davon haben. Genau, das war der eine Dialog. Und hier muss man wirklich genau in der Mitte bleiben. wenn man ein bisschen nur zur Seite geht bei den Pressen, wird man von der einen, also wenn man ein bisschen nach rechts geht, wird man von der rechten, wenn man ein bisschen nach links geht, von der linken erwischt. Die schieben einen dann allerdings auch nicht zusammen, sondern... Wobei, vielleicht schieben sie einen zusammen und dann wird aber die Geschwindigkeit aufgeteilt in eine horizontale und eine vertikale Komponente, keine Ahnung. Jedenfalls ist man dann tot und kann halt nicht weiter runter. Deswegen muss man da sehr zentral durchspringen. Durch die Pressen da oben. Genau. Und jetzt noch einmal zu Arthurs Haus. Und von da aus zur Sandzone. Denn hier gibt es die Jenka. Die alte Hexe. Keine Ahnung, ob sie alt ist, aber sie ist eine Hexe, sagt man so zumindest. Das kriegst du und das kriegst du. Wunderbar. Na, so. Und es gibt noch eine andere Sache bei Jenka. Die war mir vorher nicht so bewusst. Aber die möchte ich jetzt gerne demonstrieren. Und zwar, wenn ich jetzt hier beschließe, oh mein Gott, aua... ich habe ja nur noch 2 Lebenspunkte. Da muss ich doch den Heiltrank trinken. Den ich mir eigentlich aufheben will für den Bosskampf. Da kann ich zu Jenka gehen. Oh, armes Hundi. Und dann kriege ich einen neuen. Und falls ich jemals noch einen brauchen sollte, kriege ich noch einen von ihr. Das ist allerdings nicht der Dialog, den ich zeigen wollte. Der Dialog, den ich zeigen wollte, ist der. Selbst eine Hexe wie ich wird irgendwann alt und zerbrechlich. Alles, was ich jetzt tun kann, ist meinen Glauben in dich setzen. Also quasi auf dich hoffen. So, und damit geht's jetzt endlich in diese... Oder? War da noch was? Ich überlege gerade. Eye-Korridor war nix, Grasstown war nix. Nee, das muss es gewesen sein. Im Labyrinth habe ich geguckt. Da war nichts mehr Außergewöhnliches, nichts mehr Neues. Und deswegen ab in die letzte Höhle. Zuerst mal den Feuerball. Uah! What? So viel da. Wow. Da hätte ich doch auch drüber gekonnt, oder? Ja. Das, okay. Na! Das habe ich natürlich. Wow. Was fällt euch ein? Und ich muss natürlich auch den Raketenwerfer irgendwann mal wieder hochleveln. Ja, wie gesagt, Gamepad. Kommst du da? Ah, Heilung. Upp, oh, das hat sich nicht gelohnt. Oh, da hätte ich wohl besser mit dem Teil durchgeschossen, ne? Okay, bleib immerhin da oben. Ich will jetzt erstmal den Raketenwerfer. Boah, der braucht halt zu viel, ne? Erstmal den Raketenwerfer hochleveln. Das ist, glaube ich, die wichtigste Waffe nachher. Vor allem beim Bosskampf. Aber da oben ist Erfahrung. Yay! Feuerball. Na, meinetwegen auch Feuerball. Ist mir doch egal. Feuerball ist auch wichtig. Vor allem hier so in Höhlen mit abschüssigen Dingen und so. Boah, was ist das denn da oben? Wie komme ich da... Ne, wie komme ich da hin? So nicht. Aber so. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. 2, 6 Lebenspunkten hier. Wahrscheinlich nicht so, ne? Ups.
da wollte ich nach links rüber. Hm, nochmal. Ja. Ich finde das gemein, dass man hier die ganzen Waffenlevel verliert. Was ist denn eigentlich, mal eine lustige Frage. Ich habe ja jetzt hier ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wenn ich jetzt hier rausgehe und angenommen, ich gehe jetzt hier rum und level alle Waffen wieder hoch, außer natürlich den Nemesis, und gehe wieder... Okay, dann verliere ich die Erfahrung wieder. Okay, alles klar. Das heißt, es passiert nicht nur einmal, das passiert wirklich jedes Mal, wenn man hier reingeht. Es lohnt sich also nicht, hier... Was? Ich habe doch nach rechts gedrückt. Hey! Ich habe euch nicht erlaubt. Was? Warum drängen die mich ab? Nee. Da wollte ich klug sein. Und den hier. Mach das. Warum hat es jetzt nicht getroffen? Ach so, zu tief. Aber mit 4 Lebenspunkten kann ich es eigentlich auch glatt wieder vergessen. Dritter Versuch. Oh yay, keine Erfahrung. Ja, der springt direkt hier rum. Oh, Menü. Yay, Erfahrung. Erfahrung. Nein. Besser. Ey, diese Flugpassagen werden mit dem Gamepad echt lustig. So, wie kriege ich da drüben die jetzt? Ich kann mir ja so ein kleines Schild, genau, kann ich nicht. Okay. Ah, so geht das. Okay. Okay. Ah, das lief doch schon mal. Ah. Das war dumm. So lief das bisher schon mal ganz gut. Wunderbar. Nach rechts. Ich glaube, das Gamepad ist echt das Falsche für diesen Level hier. Ach, das sind die Sterne, die das Teil kaputt machen. Ich dachte, das passiert, wenn ich dagegen gehe gerade. Das sah gerade so aus beim ersten Mal. Siehst du, auch da wollte ich wieder nach rechts. Und das ging nicht. Ach je. Lade ich die mal eben auf, ne? Wenn man die einmal komplett auflädt, dann kommen die Sterne. Hole ich mir die Erfahrung. Und damit habe ich ja immerhin den Feuerball schon mal auf Level 3. Kriege ich vielleicht noch den dicken für den Raketen. Oh ja, plus 21. Das bringt halt nicht allzu viel, weil der Raketenwerfer sehr viel Erfahrung braucht. Aber es könnte. War da nicht vorhin Heilung? Oder habe ich die schon eingesammelt? Keine Ahnung. Aber... Oh. Halleluja. Ne, Raketen habe ich genug. Komm her, mein Kleiner. Komm. Oh ja, Heilung. Und auch hier Heilung. Und, für ein Ding... Ach Mist, komme ich da durch? Nein. Das bringt mir ja gar nichts beim Spur. Wie komme ich jetzt da hoch? Oh je, wie komme ich denn da hoch? Rüberspringen und dann hochfliegen, ne? Sobald die Fledermäuse aus dem Weg sind. Ja, genau so. Und alles auf den Raketenwerfer. Den werde ich beim Boss brauchen. Was? Nein! Na, das wird nichts. Okay, wie ist es da unten? Da kann ich runterspringen. Okay. Das war, glaube ich, blöd. Huiuiui. Ich traue mich gerade nicht wirklich, mich groß zu bewegen. Genau deswegen. Könnte ich auch ein bisschen Heilung hinterlassen, ne? Da unten ist welche. Wie komme ich da hin? Darüber, ne? Ja, so komme ich da hin. Sollte den mal wieder richtig aufladen, die Sterne wieder zu kriegen. Und zwar komme ich so darüber. Nein! Ich will nach links fliegen!
Tut mir leid. Aber wenn ich überhaupt irgendwie durchkommen will, dann ist die erste Priorität Überleben. Ah! So viel dazu, ne? Habe ich die Erfahrung jetzt? Ja, voll auf den Spur. Ach, Mist. Was mache ich denn? Nein, das hat funktioniert. Raketenwerfer. Komm schon. Ja, nicht schießen. Egal. Ich werde sicher noch die eine oder andere Rakete finden. Oh! Wie schon erwähnt, dass die letzte Höhle hier ziemlich nervig ist. Also, nicht unbedingt nervig, aber schwer. So, da habe ich immer die Munition wieder voll. Die ist so schwer, dass ich mir sogar einen Speicherpunkt ernsthaft wünsche. Andererseits bin ich gerade mit der Leistung nicht ganz zufrieden mit meiner. Wie komme ich da jetzt rüber? Ach so, so. Ah, puh. Hatte gerade ich jetzt versaut, aber das ging ja nun mal gut. Okay, also springen und dann hier rüber. Da, genau. Nicht so. Sondern so. Ach, ich hätte da auch links. Ah! Ich hätte da ja auch links reingekonnt. Bisschen Overkill, aber ja, gut, was soll's. So, Feuerball ist wieder. Ja, Moment, hier ist der Feuerball. Ich will zwei nach links, ne? Ja. Raketenwerfer ist leider immer noch auf 1. Dafür ist der Feuerball immerhin schon mal auf 3. Das ist gut. Halleluja! Wie komme ich denn. What? Rechts, hoch, rechts, ne? Ah, ist gar nicht so schwierig gewesen. Okay. Rechts, hoch, rechts. Auch hier wieder. Oder einfach direkt hoch, direkt rüberspringen und dann. Halleluja! Also natürlich unter der Annahme, dass das nach der Last Cave hier wieder genauso ist wie letztes Mal, gibt es doch die Möglichkeit, ganz viele Erfahrungen zu sammeln und sich ganz doll wieder hochzuheilen und so. Okay, rüber, hoch, rüber. Das ging gut. Dann rüberspringen und einfach hochfliegen. Das war einfach. Die Heilung hier lasse ich einfach mal links liegen und dafür muss ich aber da rein. Oh ja, ist hier gut. Jetzt hätte ich gerne die Sterne nicht mehr, damit das da ganz bleibt, da drüben. So. Okay, das war ja noch machbar. Ach, blöde Sterne, geht mal weg. Moment. Wie komme ich darüber? Ich springe da runter, dann fliege ich nach rechts und dann fliege ich hoch. Und da reicht die Ausdauer des Boosters. Bin ich ja ein bisschen. Ah, okay, überzeugt. Ah, das hätte die fehlende Erfahrung sogar sein können. Komme ich da durch mit dem Feuer? Nee, natürlich nicht, ne? Nee, das kriege ich nicht hin, dass der da. Oder? Dass die da reflektiert werden und den Gegner da unten treffen? Das wird doch nicht klappen, oder? Okay, zurück. Ein bisschen weiter zurück geht nicht mehr, da falle ich runter. Ich könnte höchstens noch ein bisschen weiter vorgehen. Sowas da. Ja! Perfekt, genau das wollte ich. Und da kann ich nämlich. Ja, da ist ja noch einer. Du bist ja ein böser platzierter Gegner. Was mache ich da? Ich dachte, ich war schon oben. Naja. Oh, was haben wir denn da? Ein Boss? Oder einfach nur ein normaler Gegner? Scheint ein Boss zu sein. Dann nehme ich mal den Nemesis. Der ist ja auf Level 1 der stärkste. Also am stärksten, verglichen mit den anderen Levels. Noch einen letzten Blick werfen, ob ich irgendwo eine Geheimpassage oder so übersehen habe. Aber das sieht nicht danach aus. Okay. Ah, ich treffe den ja gar nicht. Der Nemesis geht gut
Hut ab gegen Bosse. Jetzt habe ich ihn natürlich aus Versehen gelevelt. Guck mal, Badeenten. Ich habe eine Tonfigurenmedaille. Mhm. Interessant. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich gerade Lust drauf habe, mich treffen zu lassen. Ich wüsste immer noch gern, was das Rote hier sein soll. Ob das Lava sein soll oder Blut oder wirklich so ein Saft oder sowas aus den, oder der Extrakt aus den roten Blumen. Ah, klasse. Ein Erfahrungspokel. So, könnt ihr auch mal irgendwie Heilung droppen oder mehr Erfahrung? Statt nur Raketen? Das geht auch auf den Raketenwerfer. Der Feuerball ist auf Level... Ah, okay, das ist die Passage vom letzten Mal. Die gibt's hier auch wieder. Allerdings... Genau, kann ich doch hier den da machen, ne? Okay, das war blöd. Aber ich kann drunter durchlaufen, das heißt... Wobei, ich hätte natürlich schon gern die Erfahrung. Aber egal, ich muss sie ja nicht sofort töten. Oh, Moment. Aber egal. Da vorne kann ich ja erstmal stehen bleiben. Und dann kann ich mir die Erfahrung von denen hier holen. Für den Raketenwerfer. War da gerade noch was? Nee. Wie komme ich jetzt darüber? Mit dem Bubbler. Moment, der ist Level 1. Mist. Wie kann ich da jetzt hochschießen? Hm... Damit nicht, damit auch nicht. Nee, das wird auch nichts. Ich könnte warten, bis die Sterne es geschafft haben. Ich versuch's einfach mal so. Ah, ist das böse. Kann ich hier eigentlich runterlocken, ohne drunter zu gehen? Ohne Gefahr? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Also gut, dann. Gib ihm! So viel dazu. Feuerball. Brauche ich nicht. Rakete? Egal. Nein, das war für den Feuerball. Okay, den da drüben erstmal weghauen. Der ist nämlich im Weg. Und wie komme ich hier durch? Letztens habe ich es versucht, rüberfliegen, in der Mitte kurz anhalten, weiterfliegen. Das funktioniert, glaube ich, nicht, weil was ich brauche, ist die maximale Geschwindigkeit. Und die kriege ich, indem ich Anlauf nehme, glaube ich. Und dann hier anfangen rüber zu fliegen. Wunderbar. Und dann muss ich leider euch noch aus dem Weg räumen. So, aber falls ihr irgendwas an Erfahrung habt, dann hätte ich die jetzt gerne. Für den Feuerball. Also ihr jetzt nicht wen. Ja, genau, da drüben ist doch schon was. Ja, das hätte ich gerne. Oh, wow. Ist da noch ein Gegner drin? Nee. Hätte ich dem Spiel gerade zugetraut. Yeah, Last Cave Hidden. Hidden deswegen, weil man nur reinkommt, weil man die gewissen Voraussetzungen erfüllt. Nämlich Curly Brace retten, Booster 2.0. Yo. Das war's erstmal für diese Folge und für die letzte Höhle. Bis zum nächsten Mal.